Herzlich willkommen, liebes Publikum, bei Mein Weg. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der selbst ein Theater leitet, Ernst Kurt Weigel. Servus. Servus, vielen Dank für die Einladung. Bitte gerne. Wie bist du zu denen gekommen? Hast du schon als kleiner Bub gesagt, du, ja, ich möchte jetzt ein Theater leiten? Oder wie war das, der Weg? Nein, eigentlich gar nicht. Also Theater kam eigentlich gar nicht vor in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, ich komme aus einer Fleischhauerfamilie. Mein Vater war Fleischhauer, die Mutter war im Geschäft. Also das heißt, Kultur hat bei uns eigentlich bis auf Langspielplatten eigentlich keinen Stellenwert gehabt, keinen großen. Bücher gab es keine daheim bei uns. Nicht einmal Kochbücher? Ich glaube, das Corona-Zeitungskochbuch, das glaube ich, das habe ich selber noch. Das hat mir meine Mutter dann geschenkt, auch wie ich ausgezogen bin, nicht das Original, sondern nachher, weil sie gesagt hat, das muss man haben. Nein, sonst nicht. Das war keine Kategorie bei uns halt so, weil für Arbeit. Also mit einer Fleischhauerei hast du einfach rund um die Uhr zu arbeiten. Meine Eltern sind aufgestanden um 4 in der Früh. So hat sich das abgespielt. Mein Vater hat selber noch 4 auch geholt vom Land. Ich glaube, was mich am wesentlichen geprägt hat, was das ganze Entertainment oder diese Kategorie, weil wie gesagt, wir waren im Theater, ja, Kasperltheater, jetzt gehen bei der Z damals, ne? Mhm. Keller, ne? Ja, das, ja, das war im Tresorkeller gab es das Kasperltheater. Wir waren gut versorgt, wir Jugendlichen, es wurde sich um uns gekümmert, obwohl wir wurden auf die Straße rausgetrieben, weil daheim haben wir nur gestört. Bei uns gab es so das Don Bosco Heim, hieß das, also das war ein Jugendzentrum, das war super, das war die 70er, die starken Jahrgänge, da wurde nur Fußball gespielt, hat mich nie interessiert. Ich habe mich immer so als Außenseiter begriffen, aber das hat damit zu tun, dass ich offensichtlich sehr introvertiert war, also ich war sehr mit mir beschäftigt und mit der Welt und den großen Problemen der Welt und habe das Perpetuum mobile, glaube ich, schon als 8-Jähriger empfunden und habe das meinem Vater sogar gezeigt, da hat er gerade irgendwie eine Sau zerlegt und der hat gesagt, okay, das gibt es sicher schon, das hast du sicher nicht du erfunden. Nichts Neues. Und ich habe da die Weltprobleme gelöst, gegen die Atomkraft war ja auch damals ganz, ganz stark, kann mich erinnern und haben mir gedacht, das muss ja sein, dass sich ein Radl den Strom erzeugt, mit dem sie sich selber antreibt. Das war für mich ein ganz logischer Gedanke. Aber ich wurde immer herausgelockt aus der Reserve. Also ich hatte für Schüchternheit nicht so viel Raum, weil es so viele Leute gab. Und meine Familie war wahnsinnig groß. Ja. Die ganze Zeit, das war herrlich. Eigentlich eine schöne Kindheit mit Arbeit. Was eigentlich schön, ja, vom Umding, von der Erziehung weniger. Mein Vater war sehr, sehr streng. Also er hat mich streng erzogen. Ich kann nicht sagen, glücklich war ich nicht drüber. Also im Nachhinein war ich nicht drüber. Andererseits kann ich wieder sagen, ja, weil ich habe was gelernt oder ich habe zumindest mitgenommen, das, was ich anfange, mache ich auch fertig. Ja. Mhm. Aber es gab sehr viele, und da kommen wir jetzt eigentlich gleich an, also ich mit all diesem Wissen, und ich war schon Literat, und es war ja immer die Drohung, weil mein Großvater hat sich sehr eingesetzt für uns, eben der KZ-Opa, der genannte, dass wir Matura machen, wir Buben, ich habe einen älteren Bruder auch. Und mein Vater sagt, nichts, mit 14 aus der Schule in die Lehre nach Hollabrunn, Fleischhocker werden. Und das war für mich schwer traumatisierend, diese Aussagen. Ich habe so Angst gehabt. Ich wollte nicht Fleischhauer werden. Ich habe mich ja immer schon als zarte Seele gefühlt, mit unfassbaren Gedanken und Literatur. Ich wollte immer was Künstlerisches machen. Und darum war man da auch so angehalten. Und die Schule in den 70er, 80er Jahren war ja auch ein Wahnsinn. Ja, allerdings, ich kenne sie noch. Furchtbar. Also Schüler Gerber ist ja noch so ein Begriff in unserer Generation. Das war nicht ungewöhnlich. Es waren ja auch teilweise alle Nazis, die mit unfassbaren Methoden. Ja, es war gerade der Umbruch, wo die Lehrer lernen mussten, dass sie die Schüler nicht mehr züchtigen dürfen, richtig, so locker. Also da ja, das Züchtigungsparagraf wurde erst in den 70er Jahren abgeschafft. Ja, in den 70er abgeschafft worden. Und aus dem bin ich raus mit der Matura und mein Vater war auch ganz streng und hat gesagt, na, du darfst nur, wenn du Wirtschaft, du musst Manager werden, du musst viel Geld verdienen, weil Geld, weißt du, Geld regiert die Welt. Das war die Generation unserer Eltern, ne? Das ist ja immer aufwärts gegangen. Und darum habe ich an der WU angefangen zu studieren, BWL, mochte das nicht, habe dann aber heimlich Kunstgeschichte studiert dazu, das wusste ja nicht, weil ich mir dachte, vielleicht wäre ich Galerist, weil ich habe jetzt so Affinität gehabt zur bildenden Kunst und musste auch immer arbeiten. Ich musste mit 18 ja daheim schon zuzahlen, das war so üblich. Kennt das, ja.
Habe alle möglichen Jobs gemacht. Ich habe für einen Perser Teppiche verkauft. Ich war in einem Fotogeschäft. Ich habe Zeitungen aus der Angel. Was weiß ich. Ja, zu der damaligen Zeit war es anders. Da hast du halt gemacht und nicht nur nichts. Fetzen verkauft. So wie heutzutage. Fetzen verkauft im Ding, also in der Shopping-Seite, furchtbar. Ja, ja, aber es hatte den Vorteil, wir haben sehr viel mitgenommen dann ja, für später. Auf jeden Fall. an Erfahrung unübertroffen. Nein, wir haben dann wirklich, und ich habe dann. Ein Freund von mir, weil ich habe immer geschrieben, ich war ja immer so ein bisschen so Literat. Ja. Und da gab es zwei Wesen, also so heimlicher Literat, ne, und so Kaffeehaus-Literat. Und da gab es zwei wesentliche Sachen für mich, die mich dann eigentlich zum Theater gebracht haben, dass ich vorher, wie gesagt, gar nicht gekannt habe. Mhm. Ich habe schon Theaterstücke gekannt, von der Schule haben wir gelesen und so, aber dieser Schritt ins Theater, den hat es nie gegeben. Theater war sowieso immer verschrienes Fad, langweilig und so. So, ich glaube, vielleicht war ich einmal mit der Schule irgendwo in irgendeiner Musical, kann ich mich erinnern. Und das war damals alles schrecklich für mich. War nicht interessiert, weil Film, ja, Filmregisseur, ja, konnte ich mir immer vorstellen, das hat mir immer sehr getaugt. Und dann gab es einerseits einen Freund von mir, der hat. Mit dem ich mich gut verstanden habe, und der wollte immer die Schauspielschule machen und Schauspieler, wenn der war so Zauberer, dann hat er vorgezaubert, und der wollte dann immer die Schauspielschule machen und hat dann eine Aufnahmeprüfung, und dann habe ich gesagt, aha, und dann hat er gesagt, ob ich ihm zuschauen kann, wenn er das seine Rollen spielt. Dann habe ich gesagt, na klar, und dann hat er mir das vorgespielt, seine Vorsprechrollen für die Schauspielschule, und ich war da irgendwie, ja, und habe gesagt, mach's doch so, und das ist doch interessanter, so und so. So. Das hast du schon ein bisschen richtig geführt. Und dann haben wir ein bisschen richtig geführt, ja. Und dann habe ich begonnen, selber auch Stücke zu schreiben, weil mich das interessiert hat. Und er hat gesagt, ja, super, das führen wir auf. Und das können wir. Und da habe ich so ein schwer depressives Zwei-Personen-Stück geschrieben für ihn und einen Freund, der auch den Leopold Altenburg, ein Habsburg-Spross, wie ich dann erfahren habe, total absurd, ausgeschaut hat ihm so ein bisschen habsburgisch. Und das wollte dann laufen in ein Wirtshaus in Salzburg. Und das ist ja dann nie zustande gekommen, Gott sei Dank. Ich glaube, da hätten wir eh alle noch fertig gemacht. Aber und der sagt, der kam irgendwann mal zu mir und hat gesagt, du suchst du gerade Arbeit, weil ich war gerade wieder auf Jobsuche, weil das den Kleiderbauer hat mich fertig gemacht, psychisch, das habe ich nicht mehr ertragen. Hat er gesagt, ja, in der Josefstadt suchen sie gerade Statisten, geh doch mit und da kannst du ganz gut Geld verdienen. Und so, aha, okay, was muss man da machen? Sagt er, na, du musst schon auf der Bühne, weil du mit Gewandel und so weiter. Nein, das kann ich nicht. Im Mittelpunkt steht, das konnte ich. Ich war ja, wie gesagt, sehr schüchtern, obwohl ich immer alle Menschen um mich versammeln konnte und entertainen im privaten Bereich, aber so. So öffentlich vor Fremden, das ist. Nein, das war überhaupt nicht mein Ding. Und da hat er gesagt, naja, komm doch mit, das ist nicht so, du stehst denn im Hintergrund. Na, da sind wir hin, das war das Casting, Amadeus, das war 1991, glaube ich. Mhm. Und sind wir hin, der Klassiker, mich haben sofort gesagt, war super Figur und sofort eindrucksvoll. Ja. Ich habe es natürlich nicht genommen, mit dem Schnummern, er war angefressen, weil er war doch gerade Schauspieler. War super, die bringe ich jetzt hin, die nehme ich noch mit. Naja, und dort habe ich dann alle meine Sünden abgebüßt, im Sinne von, weil das für mich so aufregend war. Ich habe das fast nicht ausgehalten. Ich bin zitternd gestanden im Kandelaber hinten mit einer Mozart-Perücke als Türwächter, stumm. Aber trotzdem, die Welt, die war plötzlich offen. Das war total begeistert. Ich bin heimgekommen und habe meiner Mutter davon erzählt. Und sie sagt, aha, aha, aha. Und dann hat sie sich das angeschaut. In Amadeus war das damals mit dem Otto Schenk und dem Bernhard Schier. Mercedes Echerer und dann hat sie sich das angeschaut und gesagt, aha. Und danach hat sie mich gefragt, so, sag mal, was arbeitet der Otto Schenk eigentlich so untertags? Ja, genau. Das, ja, was war so spielen. Die Meinung vom Theater? Ja, ja. Na, macht der eigentlich untertags was oder schläft der die ganze Zeit? Ja, der wird wahrscheinlich Schuhe verkaufen. Ja, sowas. Am Abend macht man das. Also so, das war dann irgendwie der Stellenwert. Und dann habe ich durch die vielen Statisten, die da gebraucht haben, habe ich dann Schauspielschüler kennengelernt. Dann habe ich, aha, das kann man ja lernen, wie ist das? Habe die natürlich ausgefragt und plötzlich bin ich so reingefallen in diese Theaterwelt, weil ich habe zwar brav studiert, habe viel Prüfungen gemacht, aber das Studium war für mich immer, BWL hat mich nicht wirklich interessiert. Kunstgeschichte war sehr einsam, du bist viel in Bibliotheken und sehr, sehr viel allein in Büchern und das haben wir gedacht, na, Theater ist irgendwie geiler, da spielt es immer ab, da kannst du saufen und plaudern, da geht es um Gesch... ja, natürlich. Buchern habe ich noch nicht gesagt. aber da ging's um Kostüme, um Technik, um Geschichte, um Emotionen, um Menschlichkeiten und was, das hat mich alles total fasziniert. Und das hat mir taugt, und dann war ja auch die Peimann-Zeit.
in Wien Heldenplatz, so, das, ja, war, ja, das war alles um diese Zeit herum. Und dann sind wir, und dann habe ich in der Josefstadt mir auch die Stücke angeschaut, die es dort zu gespielt haben, die waren mir aber auch viel zu konservativ. Und dachte, naja, so toll ist das auch nicht. Es ist kann man da nicht was anderes machen? Wie ich es mir vorstelle, da sind wir im Café ausgesessen und da ging es gerade irgendwie um Heldenplatz. Heldenplatz in Wien und Skandal. Und ja, ja, das war ja der Deutsch, Skandal. Wie kann man nur und überhaupt? Und die Biefke, was haben wir denn? Genau, die Biefke. Wir lassen uns doch nicht erzählen, was an unserem Nationaltheater und alles. Und wir haben geschimpft und der Berner, das Arschloch und der Nestbeschmutzer und so weiter. So, und dann haben wir gedacht, aber irgendwann in meiner Runde haben wir gesagt, ja, aber wir können nicht nur schimpfen, wir müssen es anschauen auch. Genau. Schaut euch das an, dann reden wir drüber. Genau. Und dann haben wir gesagt, nein, das schauen wir nicht an. Ich habe gesagt, na, pass auf, ich kaufe Gott, ich schaue mir das an, diesen Skandal, das möchte ich erleben. Und da war ich zum ersten Mal in meinem Leben im Burgtheater und habe Heldenplatz gesehen. Ja. Und ich kann mich gut erinnern noch, ich habe mir gedacht, ja, das Stück ist ein bisschen fad und ein bisschen lang, die Inszenierung auch ein bisschen konservativ, aber die Leute führen sich irrsinnig auf. Wir haben Fußballplatz ist dazu gegangen. Die haben geschrien, ja, und so begleitet. Genau. Und ich habe dann gehört den Text und, gedacht, und ich konnte überhaupt nichts feststellen, was ich nicht hundertprozentig unterschreiben konnte, was, ja, der Berner da schreibt. Muss nicht eigentlich stimmen. Genau. Und ich bin dann zurückgegangen zu meinen Freunden und habe gesagt, nein, ich muss das ja revidieren. Das ist ein großartiger Autor, der Berner. Der sagt, der schreibt ja wenigstens die Wahrheit. Genau. Ja. Wir sind genau solche Arschlöcher und solche Nazis, wie er schreibt. Da ist überhaupt nichts. Und die alle haben gesagt, na super, und außerdem geht es zu wie im Fußballplatz im Theater. Das ist lebendig, das ist super. Und genau, dann habe ich begonnen, sehr viel ins Burgtheater und eigentlich nur mehr im Burgtheater, ja, zu gehen, ins Burgtheater zu gehen und mir diese ganzen wirklich innovativen Inszenierungen, damals innovativen Inszenierungen anzuschauen. Aber das super, Theater kann was, kann eine Kraft haben. Da waren die Beimann-Schauspieler, der Voss, die Dehne, der Kirchner, der Hefti, wie sie auch alle heißen. Und das hat mich fasziniert. Wie kann man so Theater machen, so existenziell und so. Und so war das dann. Und da bin ich dann auch rein, dann bin ich an der Josefstadt, hab ich gespielt, dann haben sie mir immer mehr zu, ich habe mich gewöhnt ans Publikum, dann haben sie mir immer mehr gegeben so zum Spielen und dann haben die irgendwann der Schenk zu mir gekommen und gesagt, Burschi, haben wir das immer gerade mal so am Schädel gehabt. Ja, ich habe sie beschenkt. Ging überhaupt nicht, wenn du es heute machen würdest, der wäre schon, wär schon gut, verhaftet. Hätte Kinder nicht aufstehen. Richtig. Und dann sagt, was machst du, wo bist du in der Schauspielschule? Sage ich gar nicht sehr direkt, ich mache keine Schauspielschule, ich arbeite in einem Studium. Sagt, das sollten Sie machen, Sie sind so groß und haben so eine Stimme, Sie sind ein super Bühnentyp, Sie sollten das machen. Ich natürlich nicht ungeschmeichelt, habe mich umgeschaut, natürlich Rainer-Seminar und Konservatorium, ja, waren für mich irgendwie überhaupt nicht, kam man gar nicht in Frage, weil da durfte man nicht spielen. Das heißt, ich konnte mein Leben, die ersten zwei Jahre erst Spielverbot, haben gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Weil dann will ich ja was gerne wenden, was ich lerne. Richtig, und wie vertrottelt ist das denn, wenn jemand eher an einer Bühne ist? Sie wollen natürlich verhindern, dass die, was weiß ich, irgendwo... Ja, aber learning by doing ist manchmal besser als wie... Kann ich, to get the... kann ich für mich unterschreiben. Ich hab da Glück gehabt, das Inszenieren lag mir auch schon im Blut, weil ich ja eher Ding und dadurch, dass es keine Regieausbildung gab, außer am Rainer-Seminar, da haben sie zwei aufgenommen pro Jahr, das hat mich auch nicht interessiert. Habe ich mir gedacht, ich muss in den Beruf gehen, vor dem ich immer so Angst gehabt habe. Ja, also das heißt dieses Exaltierte oder vor auf der Bühne stehen und dieses Ausgeliefert. Und das habe mir gedacht, das muss ich einfach lernen. Und dann kann ich den Schauspielern auch was erzählen, wenn ich in Zukunft Regie führe. Und das war auch schon in der Josefstadt. Ich habe immer nur zugeschaut. Auch wenn es mir jetzt nicht so gefallen hat, was die gemacht haben oder wie sie inszeniert waren. Ich war immer in der Seitengasse und war nicht sauf in der Kantine wie die anderen, sondern ich habe immer zugeschaut von der Seite. Ich habe geredet mit den Technikern. Und was die gehalten von dem Stückeln, das war, kann ich mich erinnern. Da ist einmal ein Techniker so gestanden mit solchen Ärmeln, hat so zugeschaut, das war ein Tschech auf die Möwe, und hat gesagt, sag einmal, da steht ja im Programmbirkel, habe ich gelesen, das soll eine Komödie sein. Sag, ja, das ist eine Komödie vom Tschechow. Ja, da war ein komischer Humor, der Tschechow. Sehr was. Und man dachte, bleibend, ne? Aber ja, genau. Irgendwo hat er sich interessiert. Das ist mir dann auch geblieben. Und ich war natürlich auch so frei als junger Spund, bin ich oft zu Kollegen gegangen, du pass auf, ich habe einen Tipp. Bei der Szene könntest du das so machen. Manche waren beglückt, haben gesagt, ja, super, vor allem, wenn sie dann besser gesehen werden. Ja. Ich sag, du, wenn du dich so umdrehst, das ist nicht gut. Dreh dich doch so um. So vergibst du da was. Und, ah, ja, super, danke. Ja, andere sagen, ja, was willst du jetzt? Ja, genau. Ich bin auch zu Schauspielern hingegangen, zu arrivieren. Ja, was willst du, Burli? Habe ich gesagt, naja, willst du besser sein oder nicht? Genau. Also ich weiß, wie es geht. Ne? Siehst von der anderen Seite, aber ganz einfach. Der freche Statist. Ich habe dann Ausbildung beim Kraus gemacht, dieser Privatschule. Mhm.
Die war auch hart im Sinne von, da hast kein Spielverbot gehabt, sondern die haben dich so auch von Anfang an zu jedem Casting geschickt, zu jedem Vorsprechen geschickt. Also du warst vom ersten, also die haben dich nicht geschont. Du warst vom ersten Semester, darum haben wir so hohe Ausfallsquoten gehabt. Wir haben angefangen in unserem Jahrgang zu 8, glaube ich, und am Schluss waren 2 über. Ja. Weil du hast sofort. Anderen nicht bockt haben, ganz einfach. Du hast sofort gesehen, ui, das ist hart, der Job. Du musst vor die Kamera, hast den Partner. Ich war immer gut, ich war gewohnt wahrscheinlich von der Ernte meines Vaters, weil ich immer so diese kalten Duschen einfach auch gewohnt und haben mir gedacht, ja, da kannst du auch was lernen, wenn's ja, natürlich springst. Und wer nicht springt, wird es nicht wissen. Genau, und so war das dann eigentlich und dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann habe ich immer mehr, und dann war noch eine wichtige Begegnung natürlich für mich, der Karl-Heinz Hackl, Gott hab ihn selig, der inszeniert Geschichten aus dem Wienerwald und da war, habe ich auch wieder irgendwo im Hintergrund herumstattiert. Hat mich eh nicht so interessiert. Wie gesagt, die Josefstadt, aber natürlich will man Schauspiel. Ich war ja auch oft im Betrieb, ich habe gesagt, was spiele ich jetzt nächste Saison? Na, du bist ja Statist. Ich sage, nein. Ja, aber trotzdem. Ich studiere schon Schauspiel, ich müsste mich einsetzen. Unglaubliches Potenzial. Nein, und du musst das dann fertig machen und so weiter. So. Und dann darfst du einen Satz sprechen und so weiter. Das war alles sehr unbefriedigend natürlich. Und dann nimmt dann Karl-Heinz Hackl und da war die Szene, hat er inszeniert, die Szene Maxim, wir sind da gesessen, so als Gäste im Maxim und Drehbühne und dann gab es diese Szene, wo so ein verrückter Nazi aufspringt und das Deutschlandlied anreißt. So, und das hat er inszeniert und wer ist da, wer soll das machen? Also ja, dieser Herr Bettlach hieß der, ein Statist, der soll das machen und der ist auf und der war recht nervös und der aufstand und hat immer so Deutschland, hat so Zitrisum. Deutschland! Furchtbar! Naja, und der Hackl war auch irrsinnig unzufrieden. Er sagte, das geht ja nicht, dann braucht er einen Schauspieler und so weiter. Und ich habe sofort gesagt, Herr Hackl, bitte, ich kann das. Ich mache das. Wollen Sie es sehen? Wollen Sie einen leibenden Nazi sehen? Ich mache das. Sagte er, ja, mach mal. Da ist mir so mit so einem Baseball-Kapperl drin gesessen. Und ich bin auf die Bühne, habe die ganze Bühne niedergerissen, habe das Deutschlandlied runtergerührt, bin umeinander, habe die ganze halbe Bühne zerlegt. Dabei, da schenke ich es immer klein, weil die Musik ansingen. Dann habe ich geschimpft, als auf der Bühne, du Arschloch, hey. Heb die an zum Gruß am Jungen. Karl-Heinz Hackl war komplett begeistert. Ich sagte, den will ich, der muss bleiben. Ich will nur den. Und dann sagt, ja, aber der Herr Weigl, der ist ja Statist, das ist nicht so, der ist nicht immer, der kann ja, wenn der krank wird, dann muss man ersetzen, wir müssen eine Zweitbesetzung. Also was, Zweitbesetzung kommt überhaupt nicht in Frage. Ich will das sagen, der hat nicht zum krank werden. Genau, und hat mir dadurch meinen ersten Bühnenvertrag verschafft. Und dann war ich engagiert an der Josefstadt und dann habe gesagt, nein, Scheiße, jetzt ist er schon engagiert, müssen wir mehr geben, damit sich das kapitalistisch auszahlt. Der junge Mann, der muss beschäftigt werden. Und dann habe ich immer mehr Rollen bekommen, dass die auch so kleinere, die schönsten, größten Rollen, die ich gehabt habe, und wirklich sehr viel Text und Monologen, waren dann leider halt immer Inszenierungen, die durchgefallen sind. Ich kann mich erinnern, Rosemarie Fenn hat einen riesen Monolog gehabt am Schluss bei Wie es euch gefällt. Und die Inszenierung war leider furchtbar. Und der Schenk hat am Schluss die Regie übernommen und aber es war nichts mehr zu retten. Es war nichts mehr zu retten. Ich konnte nicht glänzen, ich konnte nicht punkten. Und dann war es für mich dann auch irgendwann einmal, habe ich dann meinen Zivildienst auch noch nebenbei gemacht, weil da bin ich auch zum Zivildienst und habe gesagt, bitte, ich brauche irgendeinen Dienst, wo ich am Abend frei habe, weil ich muss Theater spielen. Und die waren aber eh nett und haben sich so mit mir arrangiert und gesagt, ja, ich war dann bei den Kinderfreunden, aber das haben sie gesagt, das geht nicht, weil du musst ja dann arbeiten, aber die meiste Arbeit war untertags und ich konnte mir dann Sachen einarbeiten, konnte dann sogar Proben machen. Also wir haben so richtig so nach, mit Zeitausgleich habe ich irrsinnig viel reinkackelt bei den Kinderfreunden, dann konnte ich 2 Wochen frei nehmen, wo ich proben konnte, also da war das Theater auch sehr kooperativ und das ist eigentlich alles gut und dann war die Ausbildung wieder zu Ende und dann war es für mich aber auch zu Ende, haben gesagt, nein, ich will da weg von der Josef, das geht nicht. Also diese Inszenierung nach Reklamheft, das halte ich nicht aus. Also das ist, vor allem, es war ja der Peinmann, wenn man gesehen, wie es anders geht. Was ist es gibt ja andere Möglichkeiten, aber genau. Und dann bin ich weg und bin in die freie Szene und habe dann all das gemacht, was man sich von der freien Szene da in den 90er Jahren auch erwartet, mit Blut übergießen und wüste Texte von sich schreiend geben. Ich habe die letzte Vorstellung in der Halle G, im damaligen Messepalast, noch blöd, kann ich mich erinnern. Nach der letzten Vorstellung wurde die abgerissen. Da haben die Bulldozer, die haben am Abend vorher schon gewartet, ja, auf mich, um hinter mir alles abzureißen. Ist endlich fertig, jetzt geht's. Das hieß auch, bitte exekutieren Sie eines super intellektuellen Kommunisten. Ich habe nichts verstanden damals, aber es war eine wüde Erfahrung, es war eine geile Erfahrung. Und dann hatte ich das große Glück, ins Serapionstheater, ins Odeon, zum Erwin Piplitz zu kommen. Und das war für mich eigentlich, sage ich immer, die Sozialisierung des Theaters schlechthin. Weil dort habe ich eigentlich dann alles für mich entdeckt, was ich später
selber gemacht habe. Also das heißt, das Entwickeln, das von einer Idee ausgehen, von kleinen Geschichten, die großen Ideen in sich bergen, die immer für alle Ideen stehen und groß sind, ein Substrat herauszufinden aus poetischen Texten, aus kleinen Geschichten, und die zu einer Allgemeingültigkeit zu erheben, auch mit nonverbalen Mitteln. Also das hat mich ganz, ganz stark geprägt, dass dieser avantgardistische Physical Theater mäßige Ansatz hat mich ganz stark geprägt. Da war ich 2 Jahre, habe 2 Produktionen gemacht und habe da auch die schönste Zeit meines Lebens verbracht. Das war ein internationales Ensemble, ein sehr großes. Wir haben gemeinsam gelebt und gekocht und getanzt und gesoffen und Kunst gemacht. Das war richtig schön. Das war richtig eine ganz tolle Zeit. Umso mehr freut es mich, dass jetzt nach all diesen Jahren, nach diesen fast 30 Jahren, ist ich mit meinem Ensemble, mit dem Onion-Ensemble, gemeinsam ein Projekt im Strauss-Jahr eben mache, weil ich mit dem Max Kaufmann, dem Sohn von Erwin Biblitz, verbunden geblieben bin und wir da gemeinsam jetzt ein großes Projekt machen. Und das freut mich auch, weil das war für mich immer so die Heimat. Also dort habe ich eigentlich begonnen, hinauszugehen, dann in die Welt. Weil die mussten dann aus finanziellen Gründen, mussten die dann pausieren ein Jahr und da habe ich dann kein Engagement gehabt, habe meine damalige Frau kennengelernt und die Mutter meines Sohnes und habe mit ihr das Bären zusammen gegründet, mit Grischka Voss. Ja. Und dann haben wir begonnen, selber Stücke zu schreiben, selber Stücke zu entwickeln. Das war natürlich alles noch sehr sprechtheaterlastig und haben dann leider keine Förderung. Gerade am Anfang haben wir Förderung bekommen, haben mit unserer dritten Produktion haben wir einen Nestor-Preis für die beste Off-Produktion gewonnen. Waren da ein bisschen sehr frech bei der Preisverleihung, das hat man uns übel genommen. Naja, aber wenn ich mir das jetzt anschaue, finde ich lächerlich. Wir haben einfach nur zugerufen den freien Gruppen, dass sie sich nichts gefallen lassen sollen von der Politik. Ja, ja, genau. Alles scheißen, macht es einfach, zieht es einfach euer Ding durch, dann wird das was werden. Weil das letzte Wort hat nicht die Politik und nicht die Kritiker und diese ganzen Schwafler haben das nicht, sondern das Publikum. Wenn du das Publikum hast, die haben das letzte Wort, die entscheiden, ob es ihnen taugt oder nicht taugt. Und das ist ja vollkommen wurscht, egal in welcher Sparte du dann landest. Ja. Wichtig ist, dass das, was du machst, für die Menschen machst. Ja. Du sprichst mir aus der Seele. Ich merke es ja selber da bei mir. Es ist ja gar immer, das Publikum entscheidet, ob der Künstler da auftritt oder nicht. Nicht ich. Bei mir ist das wurscht. Mir muss er nicht gefallen, es muss dem Publikum gefallen. Punkt, ganz einfach. Aber das sehen halt leider nicht alle so. Oder sehr wenige so. Ich sehe auch ein, dass wenn man sagt, okay, man ist wirklich Vorreiter und Avantgardist und hat was Spezielles zu bieten, das sehe ich ja selber. Wenn ich jetzt Theater leite, ich bin auch eher geneigt, die Projekte zu unterstützen, die es schwer haben. Natürlich. Trotzdem müssen sie immer irgendwas in sich haben, müssen sie eine Qualität bergen, wo ich sagen kann, ja, das ist geil, das finde ich super, das haut irgendwas und das weist ihn möglicherweise in eine Zukunft. Ja, aber es gibt ja Theater oder Bühnen, sage ich, die sagen, na, du passt zumal gar nicht ins Konzept, das geht ja überhaupt nicht. Ja. Und mein Publikum will das nicht, das weißt du nicht. Probiere es mal, dann wirst du sehen. Ja, das ist Publikum auch die, genau, das ist auch die Schwierigkeit. Bei manchen Häusern kann man es verstehen, weil das Publikum ist, wenn es einmal was gewohnt ist, Wiener Publikum ist ja ganz speziell. Ja. Die wollen ja immer das singen, die wollen immer das Gelieferte, die wollen immer das gleiche Schnitzel essen. Genau. Weißt und du, bloß nicht den Spiegel vorhalten, weil das kann ganz böse. Das kann auch nach hinten losgehen. Zumindest so machen, dass sie sich nicht identifizieren damit. Das sagen die auch, genau, das sind die Nachbarn, die sind so deppert. Genau. Die sind es nicht, wir doch nicht. Aber das ist mir trotzdem auch geblieben bei all dem großen Themen, die ich angreife und den großen Stoffen, die ich angreife, dass ich immer der Wiener einfach sehr stark verbunden bin. Das merkt man auch in meinen Stücken. Also das ist für mich immer ganz wichtig, dass die in Wien spielen und auch das Idiom pflege ich auch gern, weil es immer mehr verloren geht, auch natürlich. Leider. Ja, leider ist es so. Ich sehe das auch tragischerweise bei meinem Sohn, der keinen einzigen wienerischen Satz mehr sprechen. Aber du leitest ja jetzt das Off-Theater schon einige Jahre. Ihr habt das letzte Stück gehabt, das war eine Vermischung aus Shakespeare und Seidel, ja genau. Genau. Hundstage. Sommerhundstraum, ja, das, genau. Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Ich meine, ich kenne die Hundstage, ich weiß auch, wer da mitgespielt hat. Ich kenne den Sommernachtstraum logischerweise. Ja. Die Mashups, das habe ich zufällig erfunden, 2011 war das. Und das kam aus einem längeren Gedankenspiel heraus, in dem ich mir
aus einem Gefühl heraus gedacht habe, Schnitzler und Lynch haben irgendwas gemeinsam. Aber da kommst du aber nur drauf, wenn du ihn inszenierst. Und das ist ja wieder das Gute. Das, es gibt diese Faustregel für Theatermacher, was sich gut liest, inszeniert sich schlecht. Und was sich schlecht liest, hat meistens sehr viel zu bieten. Warum? Weil du halt viel mehr Möglichkeiten hast, wenn die Vorlage jetzt nicht so stark ist. Andererseits gibt es ja auch sehr raffinierte Autoren, eben, und dazu zähle ich ja den Schnitzler, die die auch in der Lage sind, Sachen niederzuschreiben, beziehungsweise zwischen den Zeilen zu schreiben. Und wenn das so, wenn du auf eine einfache, wenn jemand auf der Bühne sagt, ach, jetzt ist der auch schon so lange gestorben, und der andere sagt nur drauf, naja, denkst du, aha, und? Was meint der jetzt? Weißt du, weil das, du kannst das so lesen, du kannst sagen, naja, du kannst sagen, naja. Genau. Oder was auch immer. Es gibt so viele Spielarten. Und dann im Zusammenhang, weißt du, mit der gesamten, mit der ganzen Figur, mit der Konstellation, und dann entspinnt sich da plötzlich so was Merkwürdiges, dass du denkst, wieso reden die alle so ganz komisch miteinander irgendwie? Und du merkst, es liegt alles dazwischen. Es liegt alles. Und ganz, wenn es nur so durchliest, scheint es ganz oberflächlich zu sein, was die miteinander reden. Aber da unten brodelt es und ist es so dicht. Weil ich habe ein Anliegen mit dem, was ich tue, weißt du, und was ich transportiere mit meinen Stückeln. Liebes Publikum, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Kommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Mein Weg.